Willkommen zurück zu The Child of Light. In der letzten Folge haben wir das eine Glühwürmchen hier befreit, was hier herumflog. Und jetzt bleibt uns nur noch eins, das Sinbelmeer weiter zu erforschen. Und dazu müssen wir dann den Gang hinunter, den wir da gerade gesehen haben. Also in der letzten Folge zumindest. Und irgendwo soll es wohl auch noch einen Schatz geben. Wir haben ja noch eine Quest offen. Aber den Lichtern folgen, ich weiß gerade gar nicht, wo das sein soll. Ich werde mich wahrscheinlich mal davon überraschen lassen müssen. Und ich untersuche hier erstmal eine... Ja, okay, ich gehe erstmal durch, mal gucken. Hallo? Ist ja dunkel hier. Ist ein Geheimgang? Oder geht's hier nun weiter? Oh, hier sieht's nicht mehr so freundlich aus. Kling, 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 kling. Ein bisschen Leben brauchen wir noch. Aber dazu später mehr. Wo geht es hier denn lang? Ganze Dornen an der Seite. Sehen zwar schön aus von der Farbe her, aber... Ach du Schande, was war denn stark gegen ihn? Oh, guck mal, eine Truhe. Tschüss. die Kulus öffnen wir das da unten. Wenn wir da rankommen. Wir sind rangekommen. Geschliffener Smaragd, 2 Stück. Und nun, Attacke! Gegen die Riesenratte. Überraschungsschlag. Die, both of you. Welcher ist weiter vorne? Ich block einfach mal den Großen. So handeln. Blitzschlag. Alle. Hau rein. Warte. Welcher schneller? Nein, der nicht. Und auf den da. Handeln. Hieb. Alle. Feuer frei. Aurora. Zähl auf dich. Aber jetzt erstmal der Blitzschlag. Und zeig mal, was du kannst. Ratatouille. Ah, okay. Bei denen ist nicht ganz so gut. Oh oh. Oh oh. Nicht so schön. Nicht so schön. Block ihn, block ihn, block ihn. Oh, Glück gehabt. Yes! Ausgewichen ist das eine Hörnchen. Knöcherner Tritt. Ach, der ist auch schneller geworden. Ja, okay. Uncool. Wir blocken ihn trotzdem mal. Damit er einfach langsamer beim nächsten Mal ist. Und jetzt wäre der hier dran, glaube ich. Also die Einhörner müssen wir physisch angreifen. Oder halt Geisterpferde. Cool, ihr kontert. Nice. Verwundbar durch Licht, der Große. Wir machen mal einen normalen Blitz. Blitzschlag hier auf. Den da oben, der ist zuerst dran. Ja, hau mal rein. Und einen normalen Schlag auf den da unten. Da müssten beide geblockt werden. Nice. Bams. 161 unterbrochen. Jetzt der Blitz auf den da oben. Es geht ein Horn zu einem Pferd, ne? Das sind ja die Ohren, die man da sieht. Glaube ich. Bams. Oh, der Zauber sah schon mächtig aus, aber der Schaden ist nicht das Goldene vom Ei. Tempo erhöht. Eieiei. Komm, wir machen mal jetzt ein Blocken. Handeln, verteidigen. Die sind alle drei gleich dran. Ich sehe Böses kommen. Ganz Böses. Sammelt Kraft. In Pokémon heißt es immer, der nächste Treffer könnte ein Volltreffer werden. Bam, ihr blockt. Juhu. 19 Schaden nur. Puh. Hast du nicht mehr zu bieten? Sammelt Kraft. So, jetzt machst du ein... Du hast noch genügend. Okay, Igniklus ist ein bisschen erschöpft. Kriegt aber ein bisschen was Neues. Jetzt aber Blitzschlag lang. Hier auf den Großen. Wen wir jetzt blocken, denk mal ihn dort hinten. Handeln, Hieb auf alle. Na, definitiv auf alle. Komm, zieht durch. Jetzt block ich mal den, der ist weiter vorn. Alter, die Zauberanimation ist ein bisschen anders jetzt, ne? Bums! 424, Alter. Der hat was zu bieten. Nice, unterbrochen alle.
Der ist schnell da oben. Oh, 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 oh. Kann ich irgendwie blocken? Nein. Er hat seine Kraft gesammelt und jetzt tut's weh. Au! 95! Ich denke, bleibt nicht mehr viel Zeit zum Blocken. Ich muss mich heilen. Starkes Heiltonikum mit 100% zurück. Ja. Müssen wir machen. Mit ihm können wir jetzt, glaube ich, auch erstmal nur verteidigen. Weil ich denke, die könnten Finn auch angreifen. Dass sie zumindest sich auch gestärkt haben, glaube ich. Und? Nein, auf Aurora. Na, wie gemein. Gut, dass sie panzert und ja, ne? Mystische Macht. Oh, Heilung. Auf dem anderen oben, ha? Eins ist fast weg. Seh schon. Das bekommt, denke ich mal, nichts ab. Weil die sind nicht so anfällig gegen Blitz. Ich mache mal Blitzschlag nur auf den Großen wieder. Hm. Schnell genug sind wir nicht. Ich muss, denke ich, einzeln angreifen. Genau, hau rein. Blitzschlag! Komm, zeig dir nochmal die geile Animation. Und dieses Blitzring, ey. Oh, der bündelt die Kraft. Feuerfrei. 424. Hammerhart. Gegner strauchelt. Nächste Runde ist auf Mito. 161. Wollen wir jetzt irgendwen blocken oder? Nee, ich sammle einfach mal hier unten in der Zeit. Ist er ein bisschen wieder verletzt. Komm, ein bisschen was auffüllen. So, wer ist weiter hinten? Der hier unten. Ist aber dann weg. Der oben ist auch gleich dran. Ich riskiere es mal. Zur Not mache ich mal den Block. Kriege ich vielleicht noch einen ganz schnellen Schlag durch? Komm schon! Ja! Finn! Finn, mein Retter! Taktisch gesehen musste das sein. Sonst hätten wir den Angriff hier unten vielleicht nicht durchbekommen. Auf alle! Roundhouse! Ein Tierchen ist weg. Blocken tun wir nur ihn. Unterbrechen tun wir ihn. Und wir greifen wieder alle an. Boah! Das ist eine Gruppe jetzt hier. Aber Finn ist doch gar nicht ausgerüstet mit Edelstein. Ich möchte nämlich meinen, dass da noch was fehlen würde bei ihm. Wir haben nur in der Waffe, glaube ich, einen drin. Und 54. Nicht sehr stark. Ich brauche Magie gegen den da oben. Aber da kann Finn aushelfen. Und zwar mit einem Blitzschlag. Wir sind unter Wasser. Das tut extrem weh. Komm schon, Finn. Und... Kamehameha macht ja immer die Aurora. Du machst sie einfach nur, weiß ich nicht. Rasengan? Fams! Finito! 51.000 EP! Was? So viel? Boah! 7152 und ein Fähigkeitenpunkt! 81626 und ein Fähigkeitenpunkt! Ja, Finn! 71526 und ein Fähigkeitenpunkt! Die Rubella! 8125 und ein Fähigkeitenpunkt! Der Angus! 11265 und ein Fähigkeitenpunkt! Der Robert! 16114 1010! 2 Fähigkeitenpunkte! Die gehen! 21 3 1 2 5 6 10 und 3 Fähigkeitenpunkte! Boah! Facettierter Turmalin! Das nenne ich mal Beute! Wir haben einen Punkt, können uns den nicht leisten. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Die Rubella. Da oben sehe ich da schon was leuchten. Wir brauchen 2 Punkte. Schade, haben wir nicht. Weiter zum nächsten. Der Finn braucht 1. Passt ja. Der Robert hat 3. Hier nehmen wir einen, da nehmen wir einen. Die kosten auch wieder 2 jeweils. So, wie hieß denn er jetzt? Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall hat er noch einen Punkt. Langzauber. Passive Fähigkeiten, wir warten. Der Angus kriegt körperliche Verteidigung. Oh ja, hau rein. Zeig nochmal her die Namen. Ich will es immer noch mal kurz nochmal überfliegen. Rubella ist klar. Finn, Robert, Tristis. Angus? Tristis habe ich vergessen. Den Namen. Okay, gut. Kleiner Gegner wieder besiegt. Kleiner Gegner. Das ist die große Ratte von den anderen Anführern.
Die Kommandoeinheit wurde vernichtet. Die anderen werden jetzt ziellos umherirren, auf ihre Vernichtung zu warten. Um auf ihre Vernichtung zu warten. Das können wir hier noch ein bisschen erkunden. Müssen wir eh noch weiter runter. Ach, guck mal. Das machen wir mit ihm hier auf. Mit Kumpel. Hier ist nichts hinter. Geschliffener Turmalin. Genau, Edelsteine haben wir noch bekommen. 6 hiervon. Haben wir noch mit den Geschmaragden in Turmalin. Ne, Turmaline haben wir genügend. Ich mache mal den blauen weiter. Dann mache ich mal den roten zu Ende. Dann haben wir noch irgendwo ein paar mehr. Turmaline haben wir gekriegt, ne? Genau, die hier. Kriegt damit was Cooles zusammen? Vielleicht noch mit dem da? Facettierter Onyx. Na, ne, ich lass mal. Jetzt Achtung, das... Nein! Der hat den Kopf zu weit gesenkt. Na gut, was haben wir denn hier? Irgendeine Wasserkreatur und den Todesgeist. Ich weiß, mit wem wir was angreifen. Langsam sind sie sowieso. Gefällt mir. So, wenn sie langsam sind, dann kann ich einen Blitzschlag auf alle und einen Hieb auf alle machen. Ich glaube, den muss ich trotzdem mal ein bisschen blockieren. Komm, Hieb alle und Feuer frei! 21 auf denen da hinten ist nicht viel, aber unterbrochen. Das ist sehr viel. Es wirkt sehr viel durchs Unterbrechen. Komm, jetzt Blitzschlag. Ich will sehen. Die Animation auf alle sieht anders aus. Alter, kritisch hat 774! Nee, 47! Aber... Boah! Das ist mal ein Massenschaden. Körperlich nicht stark, aber Magie, man sieht es immer wieder, egal welchem Spiel und wo. Magier sind sehr stark. Solange sie nicht in Nahkampf geraten. Eieieiei. Komm, wir heilen nochmal ein bisschen. Und füllen die MP auf. Magic Points. Feuer frei. Rosengarn. 649, sag mal. Finn, du hast doch ein bisschen zu viel Schnaps getrunken, oder? Wie du hier abgehst. Tristis. 81255, fehlt kein Punkt. Rubella. 8152, da fehlt kein Punkt. Die gehen. 71125, Fähigkeitenpunkt. Keine Belohnung. Oh. Gehen. Wo hast du die Magie nur so schnell erlernt? Im Buch der Piscianischen Zauber lese ich gern. Ah ja, das ist ja eine schnelle Erklärung. Verteidigen 2. Rubella kriegt 2 Überrumpelung. Yeah. Hat 0. Hier, Tristis hat 2 auf Langzauber. Gehen hat 4 Punkte. Springseilfail, Tamschuh. Darf man nicht groß mit ihr kämpfen. Ich drück einfach irgendwas rauf. Was haben wir denn hier? Hände weg da! Oh! Ungeschliffener Turmalin. Nein. Warte mal, ich höre doch was. Ich höre so ein Zauberding. Oh, irgendwoher. Ich habe vergessen, wie es hieß. Hört sich hier schwächer an. Hier ist stärker. Hier ist wieder schwächer. Ich höre es, aber wo? Ich gehe mal nach oben. Hier ist wieder weg, das Geräusch. Oder es ist vielleicht sogar noch eine Ebene weiter unten. Hier höre ich es wieder sehr stark. Sehe aber nichts. Also diesen Sternstaub. Jetzt habe ich den Namen wieder. Ein Sternstaub muss hier irgendwo sein. Komme ich da irgendwie runter? Nein. Im Schatten ist auch nichts. Okay, ich muss weitergehen. Wahrscheinlich finde ich es genau hier eine Ebene tiefer. Okay, weiter. Da ich es gerade nicht finden kann. Nicht finden. Könnte, werde. Kann ich irgendwie unterbrechen hier? Nee, ne? Schade. Schnell rüber da. Mach mal den Blitz, dann komme ich wieder durch. So. Oh, guck mal. Sammel den letzten Punkt auch noch. Wo ist Igniculus? Hier ist er. Ja, und unten ist noch eine Ebene, okay.
Da finde ich wahrscheinlich gleich so ein... Hier machen wir mal auf. Um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Bestimmt eine Truhe oder so. Genau, eine Truhe, da haben wir sehr. Ah, jetzt sind wir hier unten. Unter dem Eingang. 3 Rubine, juhu. So, Nikolas, wo bist du denn, mein Freund? Wir machen auf, wir warten auf einen Blitz. Und gehen ganz gewitzt hinunter. Steh weg da! Nein, das war knapp. Oh, wir haben alles aufgefüllt sogar. Da unten geht es dann runter. Wahrscheinlich auch die richtige Richtung. Boah, noch so eine Kiste. Das ist eine fliegende Kiste. Zu öffnen durch unseren Kumpel. Ich sag, das Tank ist blank. Kein Zeichen, nichts. Man sieht es sicher im Schein des Lichts. Der Pfad des Lichts. Der Pfad des Lichts! Er leuchtet sonst nichts. Hier ist der Schatz. Im Pfad des Lichts. So hieß die Quest. Kommen wir da durch? Nein, schnell weg da. Schnell weg da, schnell weg da, schnell weg da, schnell weg da. Ich will keinen Kampf. Ich will keinen Kampf. Boah. Jetzt hätte ich an der Umgebung gerade ein bisschen aufgehangen. Also mal leicht schräg nach oben und unten fliegen. Körperausrichtung halt. Starkes Heldentonikum. Jetzt warten wir mal kurz an ihm vorbei. Und stellen uns hier oben hin. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und danke fürs Zuschauen. Das war eine weitere Folge von The Child of Light. Wir sehen uns in der nächsten. Wartet auf mich und tschüss.